Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Weiter geht's hier im wunderschönen Goronia. Hallo alter Mann. Alter Gorone. Jetzt auch noch Torwächter Krant und das, obwohl ich alle eindringlich vor diesen Schlemmsteinen gewarnt habe. Also, der Grund, warum sich alle so merkwürdig verhalten... Es liegt an den Schlemmsteinen, die Junoboss fördert, oder? Hey! Was flüstert ihr denn da so? Geht's um die Schlemmsteinplatte hier, oder was? Was soll jetzt bitte schön das Problem hier sein? Macht die Basaltluken zu und hierher mit euch. Und zwar ein bisschen plötzlich, ja? Kennen wir uns nicht? Na sieh an, wer auch wieder da ist. Unser Link. Du bist so mickrig, dass ich dich fast übersehen hätte. Junobo, was ist denn das für ein Benehmen und auch noch einem Gast gegenüber? Ja. Chef, ich meine Bludo. Du hast auch nicht kapiert, wann du mal die Klappe halten sollst, hä? Tokachin, auf wen baut ganz Goronia? Auf die Junobau. Ofrak, und wer ist der Boss der Junobau? Junoboss. Kapierst du's jetzt, Bludo? Du hast hier nichts mehr zu sagen. Bah, wenn du glaubst, ich werd mir dein Gefasel anhören und nichts dazu sagen, dann hast du dich geschnitten. Das hören, Link. Was hast du hier in Goronia verloren, hä? Ach ja, du suchst also Prinzessin Zelda, hä? Und gehst uns auf die Nerven, weil hier vielleicht was Seltsames passiert ist. Prinzessin Zelda, ich hab gehört, dass sie verschwunden ist, aber wie kommt's, dass du sie noch nicht gefunden hast? Diese hübschen blonden Federn erkennt man doch überall wieder, kein Zweifel. Federn? Haben Heiliana nicht Haare? Genau, und das ist die gleiche Farbe wie die von der Frau, mit der Junoboss über Schlimmsteine verhandelt. Hey, ihr beiden, ihr habt nichts zu reden über Sachen, die euch nichts angehen. Also hört zu, in Goronia läuft's prima, bei uns passiert nichts Seltsames und Prinzessin Zelda haben wir auch nicht gesehen. Hier hast du nichts verloren, also verzieh dich. So, und jetzt werde ich mich wieder um die Schlimmsteine kümmern, eine Dame lässt man nicht warten. Also, hier geblieben, Junobo. Wenn du uns noch mehr von diesen Schlemmsteinen anschleppst, dann... Mein Rücken! Pah, als alter Knacker kümmert man sich eben besser einfach um seinen Rücken, als ungebetene Ratschläge zu geben. Los, Tochakin, nein, Tokachin, Ofrak, egal wie ihr heißt, zurück zur Junobo-Zentrale. Die Jugend von heute. Junobo aus Goronia. Ein junger Gorone, der einst zusammen mit Link Goronia rettete. Ich wusste, der kam mir bekannt vor. Aber war der so hardcore unsympathisch? Nee. Nun, da der Todesberg inaktiv ist, möchte Junobo in zuvor zugänglichen Gebieten Erz schürfen. Zu diesem Zweck gründete er das Unternehmen Junobau mit dem Ziel, den Goronen durch Bergbau noch mehr... Wohlstand zu verhelfen. Junobo zeichnet sich früher durch sein liebenswürdiges und mitfühlendes Wesen aus, genau. Doch nun scheint er wie verwandelt. Ich wusste doch, der war mal super, super sympathisch, dass er so ein Knirps. Ey, deswegen habe ich den gerade auch gar nicht wiedererkannt. Ja, was für ein Frechdachs. Dabei war er mal ein ängstliches kleines Bürschchen, das mir nie von der Seite gewichen ist. Tat alles für seinen Chef. Doch das änderte sich, als er sein Bergbauunternehmen gründete, die Junobau. Denn seit sie auf diese Schlemmsteine gekommen sind, haben sich Junobo und die anderen jungen Leute richtig verändert. Verändert?
Ja, mit den jungen Leuten hier ist nichts mehr los, seit Junobo mit diesen Schlemmsteinen angekommen ist. Niemand arbeitet mehr und sie sitzen den ganzen Tag nur rum. Manche lügen und betrügen sogar, um an ihre Schlemmsteine zu kommen. Junobo muss doch sehen, dass hier was nicht stimmt, aber er tut einfach so, als wäre nichts. Wenn ich könnte, würde ich direkt die Junobo-Zentrale reinmarschieren, also da reinmarschieren und Junobo mal sagen, was ich davon halte. Aber die ist etwas schwierig gelegen. Zuerst einmal muss man zur Mine im Norden der Stadt. Gra! Aber mit diesem Rücken kann ich nicht mal in eine Rohre rein. Wie soll ich dann noch weitergehen? Ja, dann haben wir ja auf jeden Fall schon mal ein Ziel. Ich meine, ist ja auch auf der Karte markiert. Was lernen wir aus den Schlemmsteinen oder aus der Schlemmsteingeschichte hier? Finger weg von den Drogen, Leute. Hat ja wirklich so ein bisschen was Drogenartiges, ne? Dass sie hier alle so abhängig sind von dem Zeug. Na gut. Schauen wir uns erstmal weiter um. Da vorne waren wir ja noch nicht drin. Oh, wir können auch noch ein bisschen kochen. Wenn hier eh schon Feuer ist. Ich liebe diese Maske. Ich habe mich echt an die Maske gewöhnt. In so kurzer Zeit. Leckeres Kochobst. Schön, schön, schön. Oh, man kann auch direkt das Rezept hier auswählen. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht. Boah, dass man Rezepte auswählen kann, ist natürlich schon krass. Oh, die Provianttasse ist voll. Ja, dann kochen wir halt doch nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, hier sitzt doch normalerweise der alte Knacker drauf. Dem immer seinen Rücken hier halt durchbricht. Was? Wie? Oh. Wo willst du denn hin? Von einem so gefährlichen Ort wie diesem solltest du dich fernhalten. Hast du nicht die Zeitung gelesen? Goronengier auf rote Steine. Nö. Wie? Du machst wohl Witze. Diesen Artikel hast du nicht gelesen? Reisende Richtung Goronia werden zur Vorsicht vor Trickbetrügern aufgefordert. Der wurde nämlich von mir geschrieben, der großen Reporterin Cleo. Kann ja gar nicht wahr sein. Aber egal, ich habe schließlich keine Zeit, hier endlos mit irgendjemandem zu plaudern. Denn schließlich bin ich einem großen Mysterium auf der Spur, das noch niemand enträtseln konnte. Hör mal, jetzt bist eigentlich du an der Reihe zu fragen. Großes Mysterium? Okay, großes Mysterium. Du willst es unbedingt wissen, oder? Na gut, dann mache ich dieses Mal eine Ausnahme und verrate dir, worum es geht. Also, vor langer, langer Zeit lebten die Goronen unter der Erde. Doch wo genau? Das ist ein großes Mysterium. Man weiß nur, dass ihre Stadt Goropolis hieß. Egal, welchen Goronen man fragt, alle sagen sie das Gleiche, nämlich, dass sie nichts davon wissen. Doch ich werde nicht aufgeben, denn schließlich bin ich eine große Reporterin. Ich werde diesem Geheimnis auf den Grund gehen, was noch niemandem gelang, und ein Buch darüber schreiben. Und das nenne ich dann Cleos Rätselrecherche. Ich übe besser schon mal mein Autogramm. Mann, 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 da ist aber jemand von sich selbst überzeugt. So wie du aussiehst, musst du dieser Link sein. Junoboss hat gesagt, dass ein Typ namens Link auf keinen Fall zur Junobauzentrale kommen soll. Also sag ich dir nicht, dass man in Stein umdrehen zur Junobauzentrale kommt, wenn man einfach eine Lore nimmt. Gut, dass die alle dumm sind wie Stroh. Ein entscheidender Vorteil für unser Abenteuer. Boah, ich finde diese Statuen, nicht diese Statuen, diese... Ja, Gebilde einfach so krass. Was die hier in den Felsen reingehauen haben. Schaut mal, da ist sogar der Recke ganz oben. Aus BOTW. Hab leider seinen Namen vergessen. Oh, was haben wir denn da? Hey, ein Fahrzeug. Boah, das schaue ich mir jetzt erstmal an. Oder? Moment, nee, wir sollten mal eben den Schrein noch aktivieren. Ach, genau über mir. Ich habe schon gedacht, wo ist jetzt der Schrein hin? Jetzt verliere ich schon die Schreine. Maraguzi-Schrein.
So, jetzt aber ab nach unten. Was ist das da in der Mitte? Steuern? Ach Quatsch, es gibt was zum Steuern. Wieso habe ich das nicht? Das ist ja mega praktisch. Oh, das bräuchte ich als Bauteil. Was mache ich denn hier? Moment, das zeigt doch in die falsche Richtung. Das ist ja ultra cool. Ist das jetzt gespeichert, das Bauwerk? Yo. Ja, dann zu den Favoriten damit. Oh, 8 Favoriten kann man sich nur setzen. Das ist halt schon echt wenig, ne, Leute? Man kann echt hier die Fahrzeuge steuern, oder was? Das ist ja richtig cool. Ey, das in Verbindung mit einem Flugzeug. Beziehungsweise so einem Glider. Das müssen wir mal ausprobieren. Moment. Da kann man doch viel interessantere Sachen mitmachen. Hat der Wolf mich jetzt gesehen? Ich glaube, der hat mich gesehen, Leute. Ah, verzieht sich eh. So, ich könnte ja einfach mal hier die... Ach, was mache ich denn? 4 Ventilatoren da dran packen. Oder 4 Ventilatoren, aber mit einer Steinplatte, das ist nicht geil. Dann hat das ja gar keine Power. Wir sind übrigens gerade mitten in einer neuen Episode Funktioniert das gelandet? Falls sich jemand gefragt hat, wann das Announcement kommt. Das beliebte Erfolgsformat im Let's Play. Was ist denn, wenn man die zusammenpappt und dann das da drauf? Ja, ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, aber das zieht natürlich nach hinten, ist das Problem. Dadurch, dass ich hinten das Gewicht habe. Naja, das macht auch keinen Sinn. Was ist denn, wenn ich einen so ein Teil einfach anwinkle? Dann vorne drauf stelle, dann habe ich ja hinten so ein bisschen. Ah, noch nicht perfekt. Ich muss mich auch einfach ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Was passiert denn, wenn ich gar nichts mache? Ja, schaut mal, man kann so ein bisschen... Ja, Moment, wenn man ein bisschen gegenlenkt, dann funktioniert es sogar gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, ich habe einfach mal das krasseste Fahrzeug überhaupt hier gebaut. Jo, Leute. Das war's mit Funktioniert das? Dem Erfolgsformat im Let's Play. Die Wissenschaftssendung, die Kinder und alte Leute gleichermaßen begeistert. Schön. Aber was wollte ich denn ursprünglich machen? Ich wollte eigentlich das Lager hier auseinandernehmen. Ja, ja, ja.
Was? Wieso ist das nicht explodiert? Ja, mit Verteidigen ist halt hier super schwer, einfach weil man kaum was sieht. Naja, aber die hängen auch fest. Also gleiches Recht für alle hier an der Stelle. Ja, und damit ist das Camp hier geklärt. Ne, doch nicht. Da oben stehen ja auch noch welche. Wo kommt ihr denn her, ihr Lümmel? Wart ihr die ganze Zeit da? Wundervoll. Boah, jetzt erstmal schön alles looten hier. Ein Röstglutling füllt bei Verzehr Herzen auf. Wer hätte das gedacht? Nun denn, was gibt's denn Schönes als Belohnung? Ein Ritterschild 40? Schild der Ritter von Hyrule, dank seines robusten Metalls auch für große Schlachten geeignet. Aber wegen des hohen Gewichts kein Schild für Anfänger. Holy moly. Der sieht sogar richtig cool aus. Wo sind denn jetzt die Mats hingeflogen? War da überhaupt was drin? Naja, wurscht. So, was haben wir denn da vorne? Das war das Interessante, was ich ja von oben gesehen hatte. Ach, das ist einfach nur so ein bisschen Miasma, was hier aus der Erde rauskommt. Hatte jetzt erwartet, dass man hier gegebenenfalls auch in den Untergrund kommt. Na gut, Leute, dann geht's also zurück zum Schrein. Und jetzt kommt ein Reim, denn wir gehen da rein. Da es ein Schrein genau in der Stadt ist, wird das wieder nicht so schwer sein. Also die Schreine an zentralen Orten, die sind eigentlich immer sehr, sehr, sehr easy. Hey, da ist ein Grog. Na gut. Immer Rinder. Runde Sache, der Maraguzi-Schrein. Runde Sache, warum denn runde Sache? Ah, jo. Das ist ja witzig. Ah, sollten wir vielleicht eher das hintere Element hier nehmen. Jo, sieht ja schon besser aus. Aber warum denn runde Sache? Kann das übrigens sein, dass diese Maske die ganze Zeit Geräusche macht? Achtet mal drauf. Ja, die macht zwischendurch so Gobbel-Gobbel-Geräusche. Na komm, weg damit. Jo, das hier fährt nach vorne, schon klar.
Das heißt, vermutlich müssen wir das jetzt hier rüber schicken. Mit der Brücke im Schlepptau. Er ist ja schon sehr, sehr witzig. Mega cool. Nice. Ich hab eine Brücke gebaut. Ich bin ein Meisterbauer. Und hier jetzt nochmal das Gleiche, oder was? Na, wobei. Bleibt die Platte stehen? Ja. Ja, dann kann ich natürlich auch einfach das Teil rüberfahren. Nee, so ganz funktioniert es nicht. So, die Brücke ist da festgebunden. Hä, wie soll das denn gehen? Also wenn ich jetzt hier Brückensegmente hätte, dann wäre es gar kein Ding. Was verstehe ich denn jetzt gerade nicht? Ja, man hat hier die Möglichkeit zurückzugehen. Schön und gut. Aber ich kann die Brücke ja hier nicht trennen. Hier vorne doch auch nicht. Wie soll das gehen? Ich möchte es gern verstehen. Oh, jetzt bin ich ins Feuer reingelaufen. Passiert manchmal, wenn man so konzentriert ist. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ich wollte nur das Teil aktivieren. Er kann ja auch mit Pfeil und Bogen machen. Na gut, also Brückenelemente werde ich hier definitiv nicht bekommen. Das heißt, es muss irgendeine Möglichkeit geben, da so rüber zu fahren. Das checke ich gerade nicht. Oder muss ich die einfach nur aneinander binden, hier die beiden Karren, damit das gerade bleibt? Ach so, da sind die Räder viel weiter hinten. Oh, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Ach, das habe ich gar nicht realisiert. Ich dachte, die wären an der gleichen Stelle. Nein! Ja, super. Dann ist es hier voll easy. Na, ihr kennt das. Manchmal ist es so offensichtlich, ne, dass man es nicht checkt. Nein! Nicht mein Gefährt. Holy moly, cooler Schrein. Was ist denn jetzt hier los? 100.000 von diesen Kugeln.
Vermutlich ist der Schalter da vorne gewichtsbasiert. Also man muss da Gewichte drauflegen, damit er aktiviert wird. Naja, genug von den Teilen drauf und dann läuft das. Gut, dann holen wir uns erstmal die Kiste. Das ist ja recht leicht. Wie, den habe ich nicht drauf? Doch. Ja, mit ein bisschen Anlauf läuft es. Ein starker Konstruktbogen. Und dann bauen wir uns hier so einen schönen Schneeschieber. Wenn ich jetzt noch so eine Steuerungseinheit hätte, dann wäre es perfekt. Das zählt sogar schon. Na komm, der Vollständigkeit halber legen wir jetzt die anderen Kugeln auch noch da drauf. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt einen Unterschied macht, aber hey. Ah, das sieht doch schön aus. Gut. Ja, und damit haben wir einen der coolsten Schreine durchgespielt. Und wir bekommen ein weiteres Segenslicht. Nun denn. Wir sollten vom Dorf aus nach Norden, heißt in diese Richtung. Oh, oh, da vorne ist noch ein Schrein. Erstmal irgendwelche random Marker wieder wegnehmen. So Leuchtsteine. Ach, lohnt sich das jetzt nochmal dahin zu gehen? Nee. Wir klettern mal lieber höher. Na, das ist doch mal eine Aussicht. Oh, wisst ihr was? Das ist so ein schöner Ort, um einfach mal ein bisschen zu chillen. Ein Holzbündel nach unten zu werfen. Nein, das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte eigentlich das Holzbündel direkt anzünden, aber... Das hat nicht so ganz funktioniert. So, jetzt aber. Aha! Na, guck mal an! Erstmal schön bis morgens schlafen. Jetzt ist die Aussicht noch besser geworden. Also, da vorne sind die Schienen. Da ist auch noch ein Arbeiter. Und das ist der Ort, wo wir hin müssen. Ich meine, ja, keine Ahnung, wie ich drauf komme. Vielleicht aufgrund des Kopfes obendrauf. Das heißt, wir könnten dahin laufen oder wir nehmen die Schienen, die nach links führen.
Ja, also abseits davon sehe ich jetzt auch hier nichts ultra Wichtiges. Das da oben sieht noch interessant aus, also da, wo das Feuer herkommt, aber ja. Alles wie immer. Da gibt es so einen komischen Nebel im Gebiet mit den Loren, aber ansonsten ist alles wie immer. Na gut, da ist noch mehr komischer Nebel am Todesberg, aber ansonsten ist wirklich alles so wie immer. Ich bin mir sicher, dass auch in der Yodo-Bauzentrale alles wie immer ist. Du kleiner Schlingel, du. Ja, ich würde die Loren ja fahren lassen, aber sieh dir nun den Sicherheitsbeauftragten an. Wie heißen die Dinger noch? Schlemmsteine? Seit Junoboss die abbauen lässt, drehen hier alle durch. Wir Hylianer können sie ja nicht essen, aber ich mache mir Sorgen, dass dieses Zeug für die Goronen wirklich ungesund ist. Die bewegt sich kein Stück. Er macht hier auch Pause? Ja, und was sich kein Stück bewegt? Kleiner Spoiler, die Lore hier erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao. Ja, es ist eine Lore.